In einer früheren Ausgabe vom Faktist von Ende März habe ich über ein verstörendes Erlebnis berichtet, das ich mit dem Dr. Andres Bircher hatte. Anlass dafür war, dass ich Herrn Bircher gesehen habe, in einem YouTube-Kanal auftreten namens Naturmedizin. Und dort hat er behauptet, dass Corona eine Grippe mit schönem Namen sei. Dass das nicht stimmt, das ist mittlerweile durch Hunderte von wissenschaftlichen Studien belegt. Aber um das geht es da nicht. Ich habe über ein Erlebnis berichtet, das ich, wie gesagt, vor 25 und mehr Jahren mit Herrn Bircher hatte, wo er versucht hat, mich zu überzeugen, dass es eine Ätherenergie gibt. Und er hat, um mich zu überzeugen, sogar ein Experiment an meinem Körper durchgeführt. Gegen diese Darstellung hat sich der Andres Bircher vehement gewehrt. Er hat eine Schadenersatzklage angedroht, er hat eine Verleumdungsklage angedroht und er hat eine öffentliche Entschuldigung verlangt. Die Entschuldigung abzugeben, bin ich nicht bereit gewesen. Weil eine Entschuldigung setzt ja ein Schuldbewusstsein voraus. Und ich bin mir keiner Schuld bewusst gewesen, weil ich mich genau an das Erlebte haben erinnern. Dann hat der Herr Bircher ein Stichwort gesagt. Es müsse Verwechslung vorliegen. Verwechslung? Verwechslung mit wem? Da habe ich angefangen, in mehreren Sitzungen von mentaler Visualisierung mir das Erlebte nochmal durchzugehen. Und plötzlich taucht aus meiner Erinnerung ein Name auf. Und es war nicht der Herr Bircher gewesen. Und für diese Verwechslung entschuldige ich mich im Namen vom ganzen Higgs-Team in aller Form beim Dr. Med. Andres Bircher. Wie hat das zustande kommen? In meinem Hirn war Orgonakkumulator, Tachyonen, Ätherenergie verknüpft mit Bircher, Andres. Aber die Verknüpfung war eine andere. Es war Bircher, Chefarzt. Ich habe plötzlich herausgefunden, dass es der damalige Chef der Bircher Benner Klinik war, der mich in den Orgonakkumulator hineingesteckt hat. Und als ich dann mal den Namen hatte, war es ganz einfach, das zu überprüfen. Man kann ihn googlen, man findet ehemaligen Chefarzt Bircher Benner Klinik, heute tätig als Homöopath und er hält immer noch Vorträge und lehrt die Sachen wie Ätherwirbel. Wir haben den Beitrag sofort offline genommen. Wie gesagt, für die Verwechslung entschuldigen wir uns bei Herrn Bircher. Und wenn Higgs einen Fehler macht, dann stehen wir dazu.